Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen aus dem wunderbaren Köln. Die Sonne ist mal wieder draußen. Nur, Benni, die ersten Sonnenstrahlen mal. Ja, endlich, Mann. Im August sollte auch mal die Sonne scheinen, muss man mal echt sagen. wird echt höchste Eisenbahn. Also, da muss man ja quasi verreisen, um ein bisschen Sonne zu kriegen. Aber heiß wird's heute auch, denn wir werden die heftigsten Currywürste überhaupt ausprobieren. Vielleicht sogar die schärfste Currywurst der Welt und alles weitere völlig am Übertreiben und so natürlich. Aber hier gibt es ja diverse Currywurstläden in Köln, wo es leckere Currywürste im Angebot gibt, in diversen Schärfegraden, liebe Freunde. Ja, und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Benni hat schon ein bisschen Angst. Ja, richtig. Ich werde sterben, im Koma liegen, und da könnt ihr mich dann besuchen. Ja. Ich wahrscheinlich mit dir. Ich bin auch nicht so der Mega-Scharfesser, deswegen werden wir richtig abkacken, das wird richtig lustig. Jetzt gehen wir erstmal für einen Schärfer holen. Bis gleich! Milchprodukte, da sind auf jeden Fall genügend. Ich habe einen Joghurt. Lecker. Und eine Gurke, was machst du denn mit der, Benni? Das sage ich nicht. Wir haben jetzt alles und jetzt geht's zum Currywurstladen. Ja, und da sitzen wir endlich bei mir auf dem wunderbaren Balkon. Und jetzt gibt's richtig scharfe Produkte, liebe Freunde. Denn wir werden heute richtig, richtig trellern. Ja, wie die Trellerpfeife in the Hood, sozusagen. Ey, wir werden auf jeden Fall hier... Wir haben Angst. Wir haben gerade noch was gegessen. Ja, aber wir haben wirklich Angst, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin es überhaupt nicht gewohnt, scharf zu essen. Ich meide es, wo ich nur kann. Deswegen bin ich auch mega empfindlich und werde wahrscheinlich schon in der Mitte sterben. Also, wir haben hier zum einen, können wir mit der Kamera gerade filmen, genau. Wir wechseln hier ein bisschen mit den Kameras rum. Also hier ist, was sind das denn? Das ist jetzt so eine Standard-Currywurst, sagen wir mal. Ein bisschen schärfer ist die schon. Die hat angeblich 20.000 Scoville. Ob diese Zahlen stimmen, weiß ich natürlich nicht. Die hat 80.000. Und diese hier hat 250.000, ich zeig's euch mal gerade, die haben es uns extra so ein Paket gegeben. Hier, ich weiß nicht, da kann man es lesen. Ja, bisschen, kann man kurz, ja. Und die hier ist die absolute Todesdosis, 1 Million. Es gibt in dem Laden tatsächlich nur eine, die... Das kann man nicht richtig sehen. Mal gucken, so hier... Ja, so ein bisschen vielleicht. Ja, 1 Million. Also und das Ding ist halt, es gibt im Laden noch eine mit 50 Millionen, oder was war das? 50 Millionen Scoville, liebe Freunde. Ja. Also, das ist wirklich krank. Oder 20 oder 30. Auf jeden Fall haben wir uns das gespart. Ja, wir haben uns diese gespart, weil die hat gesagt, also das ist jetzt wahrscheinlich schon eine der überhaupt essbaren Currywurst, die man essen kann mit 1 Million Scoville. Wir haben nämlich mal ein paar Vergleiche aufgezogen und so ein Tabasco hat 3000, ja? Ja. Also das ist schon ziemlich heftig. Und wer schon mal Tabasco, so einen Tropfen pur probiert hat, der weiß, dass das schon echt hart ist. Das ist uns, ja, Sambal Oleg auch noch ein bisschen drüber. Und dann zum Beispiel dieser Gold Pepper oder diese Habaneros. Das sind auch heftig ab 100.000 und verschiedene Schärfegraden und so. Also es gibt natürlich richtig krasse scharfe Gerichte. Wir beide sind eigentlich keine Scharfesser. Wie gesagt, der Benni hat das schon angesprochen. Ja. Also wir essen schon gern mal ein bisschen scharf, aber ich würde sagen, jetzt nicht so, dass es... Ja, also pipi-scharf. Ne? So, wollen wir gar nicht lange um heißen Brei reden, Benni? Wir fangen an mit der ersten Currywurst. Willst du die mit dem und dem Zippel oder die... Also, das ist mir egal. Ist ja egal. Komm, nehme ich die. Ich mag die nicht so gern mit dem Ende. Ich weiß auch nicht. Okay, ja. Okay, wohlbekommst. Wohlbekommst. Ich glaube, das geht noch einigermaßen. Das geht noch einigermaßen. Das wird easy. Das ist schon kalt. Mhm. Ah, kalte Wurst. Mhm. Bereitgelegt haben wir uns schon Gurken, ihr seht's, Brot sowie Joghurt und Milch. Milch haben wir auch hier am Start, ja? Lecker Milch. So, sehr schön. Ja, also das war easy. Das ging ja. So, leicht spicy. Leicht spicy, genau. Okay. So, jetzt die nächste hat 20.000, das heißt, liebe, müsste schon, also ich weiß das aber gar nicht. Das müsste man schon merken, ne? Die nächste müsste man schon merken. Das Problem ist hier, das kann man mal gerade in der Kamera zeigen, hier diese Soße, die ist hier oben drüber, die ist recht scharf, da hat uns ein bisschen was drüber gekippt. Genau, also es sind immer die Soßen, natürlich nicht die Würste, von daher je mehr Soße, desto schärfer natürlich auch. Ja. Ja. Da ist aber nur ein Tropfen drauf. Ja. Aber man merkt, oh. Wenn man was von der Soße erwischt, dann weiß man, dass sie da ist. Boah, ja. Also wie gesagt, so ein paar Tropfen waren da drauf, die brennen gerade schon ein bisschen. Scheiße. Okay.
Oh ja. Da will man schon das erste Mal zum Glas aber greifen. Eine Gurke. Ich verkneife mir das mal noch. Wir haben mal. In Thailand habe ich mal so scharf gegessen, ey. Da habe ich das immer mit so Gurken und Karotten minimiert. Und die haben mir immer mehr. Und das konnte du wirklich gut damit desinfizieren. Ich merke das jetzt. Boah. Weil die ist auf jeden Fall irgendwas zwischen 5.000 oder 20.000 irgendwie der scharfe Grad. Den kann man nicht genau irrieren, weil die hat da noch ein bisschen. Aber man merkt halt, die Soße ist schon richtig heftig. Mhm. Und das hier ist jetzt die Todesdose schon eigentlich. Da ist dann nur noch diese Soße drauf. Ja, die andere war ein bisschen gemischt, glaube genau. ich, ja. So. Die da habe ich richtig Panik. Ja. Vor allem, okay. man sieht das hier schon, auch also die Konsistenz der Soße hier so am Rand, da sind so richtig Chili-Flocken, glaube ich, sichtbar. Die sind so richtig dunkelrot im Vergleich zu der anderen noch, die eher wie eine normale Currysoße aussieht. Nochmal ein normales Getränk. Puh. Okay. Weiter geht's. Okay. Wir trauen uns nicht so richtig. Bei dieser Challenge will kein anderer mitmachen, ja? Bei ja. Mami und Benni und ich jetzt, ja, der Benni muss sie überreden, der hat noch 5 Euro extra bekommen und Gehalt am Ende des Monats. Lohnt sich voll. Okay, bist du bereit? 80.000? Ich nehme mal die komplett so. Also ich glaube, die anderen können wir nicht mal so essen. Ich glaube auch nicht. Das probieren wir mal noch. Ja, das probieren wir mal noch. Okay, ready? 1, 2, ja. Ich weiß nicht... Mhm. Weil das sind doch niemals 80.000 am Ende. Die würden uns doch die Fresse weghäckseln lassen. Die haben doch übertrieben mit den Zahlen. Schon ein bisschen. Also das ist jetzt schon wie ein scharfes, normales Essen, würde ich sagen. Boah. Ne? Zwiebelt schon so richtig rein. Niemals 80.000 probiert. Nee. Niemals. Und also das sind nicht mal 3.000, wenn Tabasco 3.000. Mhm. Vielleicht gerade so Tabasco-Level, gerade ja, so. Ja, aber ja, schon ein bisschen im Nachgang. Mhm. Ja. Man merkt es gar nicht so. Mhm. Aber der hat nicht mehr Angst. Also eigentlich. Doch, ist schon scharf. Jetzt ist der okay. Tod erstmal. Hm. Boah. Aber geht. Das ist absolut noch essbar. Mhm. Ja, davon könnte man noch eine ganze Wurst also essen. Sie hat uns gesagt, als sie bei der 1 Million gedippt hat, nur. Ja. Ja, hat die uns gesagt, da hat die 2 Stunden die Schnauze voll gebrannt gehabt. Ja. Also, das war jetzt. Also, ich glaube, die haben auch mit den Zahlen ein bisschen übertrieben. Wir sind zwar schon wahrscheinlich die schärfste Currywurst, die man essen kann, so. Also diese 50 Millionen. Aber am Ende sind das niemals 50 Millionen. Okay. Okay, also. Jetzt endet der Tag für uns eigentlich, muss man sagen. Ja? Wir wollten gleich noch ein Spiel aufnehmen. Ja, ich, mit einer brennenden Fresse. Okay, Benni, ich lass dir gerne den Vortritt, wenn du magst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Soße macht man auf die Wurst? Ja, ordentlich, ne? Einmal reindippen. Du darfst aber vorher einmal abschlecken, die Soße. So zum Testen. Das okay. Wir auch. Komm, das okay. ist ein guter Deal. Also. So, genau, einmal so. Boah, jetzt habe ich übertrieben, ne? Ja, komm, ich mache auch noch ein bisschen. So. Ja, die ganze Wurst kann ich nicht essen, meine ist dreimal so groß. Das stimmt, ja. Okay, jetzt dippe ich erstmal mit dem Zünglein. Mach ich auch mal. Oh ja. Das ist ein ganz anderes Level, liebe Freunde. Nein! Ich kann diese Wurst nicht essen. Oh mein Gott, das brennt jetzt schon wie Feuer. Alter. Ah, es geht nicht. Es geht nicht. Hier. Oh Gott, ich verbrenne so krass. Ich brauche mal Milch. Wasser, krass. Alter. Wie sollen wir diese Wurst denn essen? Das brennt so krass im Hals. Boah, das ist richtig heftig. Also Freunde, wirklich, das ist auf der Zunge. Ja, das ist jetzt so, wie wenn man eine Flasche Tabasco geäxt hätte. So fühle ich mich. Ja, wahrscheinlich, also wenn du das isst, ja. Wenn jetzt die hat auch tonnenweise Tabasco reingeplättert. Dazu, also zu den ganzen anderen Schärfer. Ah, okay, also cool. Mich das. Also wir müssen ein kleines Stück essen, finde ich. Ja. Also einfach nur, damit wir die Challenge für euch approven. Ja. Auf jeden Fall. Aber... Ich will dein heulendes Gesicht sehen, Benni. Dieser eine Tropfen, den ich jetzt gerade im Magen habe, der brennt schon so richtig krass. Okay, pass auf, ich nehme kurz mal den Löffel hier und dann mache ich jetzt mal kleine Stücke hier drauf. Na, ich kann ja hier auch. Ja. Kann die ja essen. Isst du das ganze Stück? Boah. Ja, niemals, oder? Ja, warum nicht? Ich muss sie auf jeden Fall verkleinern, mein Schatz. Also. Okay, ich tippe das so. Oh Gott, ihr habt's gesehen. Ja, komm, ich glaube, das ist ungefähr vergleichbar, was wir jetzt hier so drauf haben.
Das sterben wir doch nachher. Können wir das tun? Warum machen wir das eigentlich? Komm, einmal, also die ist jetzt schon... Einmal abwischen. Das ist also schon... Das ist immer noch voll viel. Echt hart. Aber wir haben gerade nur dran genippt. Ja, ich weiß. Aber also einmal müssen wir... Ich beiß da mal rein. Ich glaube, die Nase können wir nicht mehr essen, aber... Ich esse sie jetzt komplett. Boah, Alter. Mm. Ich habe eigentlich kein Gefühl mehr im Mund jetzt. Ah. Trink Milch. Alles hört nicht auf. Es hört nicht auf. Gurke. Milch ist schon ganz okay, wenn man so ein bisschen... Oh. Du bist ja da, ich dachte. Alter. Mann, das ist so eine ganz feine Schärfe, die zieht bis in den letzten Winkel vom Mund. Ihr erinnert euch vielleicht an das Lied? Wunderbar. Hört sich auf. Wir hätten wir vorher so ein paar Paracetamol nehmen sollen. Ja, Schmerzempfinden, Linda. Man wird ja angeblich auch ein bisschen high, wenn man scharf isst, ne? Vielleicht kriegen wir auch gleich voll die Anfälle. Ja, wobei, du sabberst eher, glaube ich, gleich. Du hast noch Milch am Bart. Oh. Ah. Oh, ja, immer hier Kondase putzen. Ja. Alter, aber es ist nichts gegen diese Bahamas Gold Pepper. Sorry. Der hat echt alles... Ja, aber gefällt. Wir haben noch eine Soße, die viermal so scharf ist, ne? Die kann man doch nicht mehr essen. Also das ist jetzt echt Limit eigentlich, diese 250. Ja. Aber mein Stück war auch übel. Gott! Oh mein Gott! Ey, ich muss das mal hier, komm, ich zeig das mal hier gerade. Ihr seht das hier, ne? Wie so richtig... Oh mein Gott. Man sieht das Chiliöl und so. Bah. Freust du dich? Nee. 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 Einfach nie. Ich habe die Hoffnung, wenn man nur wenig davon isst, dass man dann nicht so krass drunter leidet. Wie wenn man jetzt so ein ganzes Gericht ist. Einmal kurz reindippen, halbe Currywurst, die kleine. Also diese hier vielleicht. Ja, wir machen erstmal diese wieder. Diese hier, halb so ein Tropfen. Ja, wir können, glaube ich, keine ganze Wurst essen. Wollen nochmal Milch trinken kurz, ablöschen. Sonst merke ich ja gar nicht, wie schärft ihr. Ihr wollt immer noch die Schärfe von der vorherigen volle Möhre im Mund so. Die ganze Zunge brennt. Also Leute, macht das nicht zu Hause nach, was wir hier gerade machen. Das ist wirklich wieder richtig dämlicher YouTube-Scheiß. Ja. Hat einfach keinen Sinn. Nee. Doch, ihr amüsiert euch darüber, wie ihr jetzt sterben werdet. Ja. Kurz vorm Todesurteil. Okay, das hier teilen und dann einmal reindippen jeder, oder was? Ich weiß nicht, ob wir das nicht nur so probieren sollen. Oh, ja, okay. Das ist ja eigentlich dasselbe, oder? Ja, bei so einem kleinen Stück kommt es aufs Gleiche raus, ja. Also nur ganz kurz drüber. Immer den Beweis, dass ich hier auch reingetunkt habe. Boah. Hier, das ist rot auf der einen Seite, ihr seht. Rot auf der einen Seite, ich zeig's nochmal gerade in dieser Kamera hier. Rot auf der einen Seite, man sieht das auch nicht jetzt mit dem Gegenlicht auch. Hier, das ist die andere. Oh, ist meiner umgekippt. So. Ja, okay, komm. Komm, wir müssen mal ein bisschen mehr. Schön, dieser Benni hier, sehr geil. Da habe ich einen schönen Flatschen, das ist ungefähr. Ja, das muss reichen, also das muss echt reichen, liebe Freunde. Okay, Prost. Es war schön mit dir, Benni, du warst ein guter Freund. Liebe Freunde, wenn es dafür nicht einen Daumen nach oben gibt, dass wir so eine Scheiße uns reinfinden, warum eigentlich einen Daumen nach oben? Das ist voll der Scheiß-Content. Also falls ihr uns nicht auf der Gamescom trefft, dann wisst ihr warum. Ja, falls und keine bei unserer Gamescom-Party, ne, wisst ihr auch Bescheid, genau. Könnt ihr mal auf Facebook checken, wir haben ja schon gerade im letzten Video auch schon erzählt. Vielleicht gibt es da auch so Currywurst. Eins. 2, 3. Hä? Na, ja, doch. Es kommt. Es kommt. Es kommt voll verzögert.
Moin, halt. Moin, halt. Ich kann nicht reden. Das Atmen tut weh. Boah, ich hab auch das Gefühl, je schärfer es ist, desto schleichender kommt das irgendwie. Das war echt, erstmal hat man gar nichts gemerkt. Boah, davon so eine ganze Wurst, ne? Boah, ich würde heulen. Heulen und kotzen und alles. Alter, das war ein Nipp. Überleg mal, du hast eine ganze... Die ganze Wurst, wo so die ganze Schale voller Soße ist. Okay, weil du Schnickschnack Schluck verliert, muss noch mal. Bereit? Oh Mann. Eine Runde oder drei? Also. Winner. Best of three. Best of three. Okay. Der Beste wurde rein. Man muss noch mal alles trinken. Ach, ich hoffe, ihr habt euch köstlich amüsiert. Nimm noch mal so einen Zeber. Ja. Sorry. Hör mal, Staub. Brötz. Boah. Sorry. Ich glaube, ich gewinne. Ich auch. Okay. Schnick, Schnack, Schluck. Nein! Schnick, Schnack, Schluck. Nein! Nein! Wieso habe ich das vorgeschlagen? In der Hoffnung, mich über Manny kaputt lachen zu können. Okay, du machst das Stück. Ich mach das Stück. Ja. Ich nehme die Herausforderung an. Also ist ja ähnlich wie in Let's Eat, was wir ja gerade machen. Natürlich nicht wirklich in Let's Eat, weil wir eigentlich nur scharfe Currywurst gegessen haben. Let's Eat ist ja mehrere Sachen ausprobiert, aber... Irgendwie ja schon. Ey, so eine riesen Currywurst. Boah, ne. Ja, komm. Hab Mitleid, wenn ich... Hab Mitleid. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scharf das ist. Also das ist niemals eine Million gewinnen. Nee. Das wird einfach übertrieben von denen. Also sowas hätte ich jetzt vielleicht beinahe. Also wenn Tabasco 3000 ist... Nee, also wie die Rabaneros, die habe ich schon mal gegessen, 100.000 könnte sein. Also wenn du da richtig reindippst so, wir haben ja jetzt auch noch echt genippt, ne? Das ist jetzt ein Nippi. Das ist ja wirklich nur ein Tropfen eigentlich. Also ein großer Tropfen. Das reicht, oder? Ja, ist nicht viel, aber ich meine, die vielleicht ist die Soße auch nicht so gut verrührt. Und man hat immer so ein bisschen mal Pech und mal Glück. Dann müssten wir zufälligerweise ja beide nochmal probieren, ne? Ich würde ja... Was? Was hast du zuvor, hä? Das brennt nämlich auf der Haut. Das brennt wirklich. Oh ja. Ach komm. Willst du auch nochmal? Willst du noch? Ja, komm. Kostet ist halt den Geschmack gekommen. Irgendwie, ich habe erwartet, dass ich mehr... Ich nochmal rein. Ich meine, mein ganzes Maul brennt. Lass das Ding nochmal umrühren richtig einmal. Ist das wirklich das Problem? Oh, schön aber von unten hochrollen hier die. Da gehe ich nochmal dir Kamera. Schön aber die Schwärze hochfischen hier. Ah ja. Hat die gedacht, wir wären Weicheier oder was? Hm? Hat die gedacht, wir wären Weicheier? Weiß ich nicht. Wir sind die härtesten Typen ever. Ja. Also wir sind ja auch nicht völlig nicht Scharfessler, aber es ist schon so, dass wir das eigentlich nicht nehmen. Nee. Hier. Okay, jetzt habe ich echt richtig viel drauf. Ich habe jetzt auf dieser Seite rot und hier rot. Ja, also wenn ich jetzt noch lebe, dann ist... Na gut, bist du bereit? Auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Mein Mund brennt ja eh schon wie Feuer. Es dauert wieder einen Moment. So heiß! Alter, ich kotze gerade. Das mit der Gurke ist irgendwie semi. Das verteilt es noch mehr, habe ich das Gefühl. Milch ist beste. Oder boah, ich mach mal Joghurt. Ja, so ein richtig fetter Löffel Joghurt. Also wenn du davon ein richtiges Stück ist, vorbei. Also so ein ganzes Stück Wurst. Da reingedippt komplett. Game over. Park gelaufen. Für uns zumindest. Das wäre dann so wie bei den Bahamas letztlich. Wie diese
diese Rabanero oder dieser Gold Pepper, den ich da hatte, das war auch ultra scharf. Also Leute, wie man sowas essen kann. Ja, man gewöhnt sich ja angeblich dran, ne? Man kann das ja trainieren. Diese Soße, ey. Also gerade... Ey, das ist so scharf, Freunde. Also wirklich, das ist total der übertriebene Shit. Boah. Brennt immer noch. Ja? Hm. Ey, das ist nicht lustig. Davon kann man blind werden, wenn das ins Auge kommt. Ja. Weg, weg. Hey, Alter, jetzt alles voll. Gib mir das scheiß Thema. Ey, da muss ja ärgern. Ey, ohne Scheiß. Brennt das in die Haut sich rein? Lass mal beobachten. Ich mach dir das gleich heimlich in deine Cola und dann hast du Spaß nachher. Gute Idee eigentlich. Das sieht aus wie Blut. Wenn man das in eine Hunde ballert. Aber so ein bisschen brennt Hunde. Das, so ein bisschen brennt ja, ne? Das. Ne? Das brennt wirklich ein bisschen. Ey, meine Fresse brennt auch komplett. Ja, ja, meine auch. Bah. Alles. Aber es ist nicht wie so, verbrannt. Wie die gesagt hat, dass man, also, ja, es ist wie verbrannt. Ja. Aber es ist nicht so, also wenn, gut, wahrscheinlich hat die da, die meint ja, sie hat auch nochmal genippt und konnte 2 Stunden nachher, hat die das noch gefühlt. Ja gut, wir merken das jetzt auch noch 2 Stunden, ja. Glaube ich, ja. Aber es ist jetzt nicht, also es ist unessbar eigentlich. Ah ja, ja. Es ist unessbar. Also wenn du das komplett isst, dann hast du einen Schweißausbruch und einen Schlaganfall wahrscheinlich. Ja, hässlich. Ja, ich bin ja eigentlich noch mit dem Stück offen, ne? Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann sonst gar nichts mehr machen heute, ey. Wenn ich das Ding jetzt noch reinpfeife, oder? Ja, wahrscheinlich war es das dann, ja. Also nur für euch, komm. Nur für euch. Weil ich ja eben mal Schnick, Schnack, Schnuck verloren habe. Stück, ja, Stück. Ich verabschiede mich jetzt schon. Ich sag jetzt ciao. Ciao mit V, Freunde. Das war ein super Video. Schaut auch mal bei Instagram und so rein. Wenn da meine Sterbensmeldung kommt. Boah. Also ich dipp's einmal richtig rein, oder? Nee. Nee, kann ich nicht bringen, aber das ist schon richtig heftig. Mhm. Jetzt hier, das ist schon richtig heftig, du bist Zeuge. Das ist gut. Das ist nochmal eine Ecke mehr als eben. Okay, steh mir bei, Benni. Warst du ein Verräter am Anfang? Ja, ja, man denkt immer, oh, ich hab ein Stück erwischt, was gar nicht so scharf ist und dann gleich ballert's richtig. Oh! Oh! Boah, das war das Liebste. Boah, wer bin ich? Boah, Alter, friss! Das ist auf jeden Fall was für Leute, die masochistisch veranlagt sind. Macht's gut! Und wenn ihr weitere solche Vlogs sehen wollt, ja, dann Follow us, schickt uns Milch. Tschüss.